Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport über 2 Staffelfinale, Folge 12. Und das heißt, in der nächsten Folge werde ich wieder ein paar Mods hinzufügen und dann werde ich wieder 8 Folgen als Staffel aufnehmen, dass wir bei 20 ankommen und dann werden wir die Staffeln auf 5 Folgen oder 7. Mal gucken, wie ich das mache. ich überlege mir das mal, 5 Folgen war eigentlich der Plan. Wir haben in der letzten Folge als Rückblick mal hier angeschlossen, die Lebensmittel nach Hamburg, und ich muss eine Kleinigkeit jetzt umbauen, bevor wir das Spiel laufen lassen, weil ich nämlich in der letzten Aufnahme einen Deadlock hatte, der das Spiel zerstört hatte, und das ist diesem ein Drecksack von Kohlezug hier geschuldet gewesen, und das hat das komplette Spiel zerstört, also die letzte Folge komplett am Arsch gewesen. Kommuniziere ich mit euch offen, dass da auch mal was bei mir schief läuft. Ich kann auch nicht alles perfekt machen. Deswegen bauen wir das jetzt hier mal zweigleisig aus, damit die Züge dann dort mehr Platz haben, um den Hamburger Hauptbahnhof freizufahren, der ja doch relativ beschränkt vom Platzangebot her ist. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Züge besser aus dem Dunstkreis von Hamburg Hauptbahnhof rauszubekommen. Und dann habe ich mir als Staffelfinale überlegt, dass wir Schiffe bauen. Also mal kurz, gucken wir uns mal kurz an, ob das hier läuft. Wie gesagt, also die Züge, die haben sich bis nach Flensburg hochgestaut, ne? So, weil hier ein Kohlezug, also hier haben sich 2 Kohlezüge gegenüber gestanden und da waren in ausgerechnet dem Moment natürlich hier alles voll mit Personenzügen und dadurch konnten die Züge nicht mehr abfahren. Bisschen doof gelaufen, aber ist ja egal. Man kann es ja korrigieren, ich speichere ja zum Glück nach jeder Folge. So, und dann gucken wir uns mal kurz hier oben an. Also bevor wir jetzt natürlich irgendwelche Schiffe hier anfangen zu bauen, wollen wir hier oben versuchen, noch mehr Getreide abzuholen, und das machen wir ganz einfach, indem wir mal hier auf Fahrzeuge verwalten gehen, und dann werden wir dort jetzt erstmal noch einen Güterzug aufsetzen. Und dann beschäftigen wir uns mit dem Hafenbau. Und der geht hier drüben los. Ich möchte nämlich von hier das Getreide nach darüber bringen. Mal gucken, dass wir hier relativ flaches Gelände finden. Das ist alles gar nicht so flach. Ja, also viel mit Terraform müssen wir da irgendwann mal arbeiten. Also wir brauchen auf jeden Fall mal erstmal 2 Docks, ne? So, wirklich so, dass es auch vernünftig ausschaut. So, außerhalb des schiffbaren Gewässers, das wollen wir natürlich nicht. Müssen wir den Autos helfen? Ja, eigentlich nicht. Oldenburg hat eine Fischerei eröffnet. Erste Dock. Das zweite kommt hier drüben hin. Auch so nah wie möglich ins Land rein. Ist zwar teurer, als wenn wir es ganz weit vorne bauen, sieht aber schöner aus. Pilsen eine Brauerei aufgemacht. Was passt schon wieder nicht. Einnahmen so beobachte. Und hier.
groß ist. Ich habe hier in Hamburg so ein bisschen meine Angst. Aber die Züge rollen. Blockabstand hier. Natürlich auch beschissen, weil die Züge ständig anhalten hier. Na, das seht ihr schon wieder. Und wenn der da vorne Schwung hat, dann sollte der jetzt die Blöcke so freifahren, dass der hier auch Schwung nehmen kann. Und dann sollte das jetzt gleich hier sich auflösen. In Wohlgefallen. Und wir haben Geld. Kurz mal Pause, dass ich da mal eben schnell das Dock bauen kann. Oh, guck mal, da oben hätten wir auch noch eine Farm, ne? Hätten wir auch anschließen können. Aber ich finde das mit den Schiffen jetzt mal eine ganz interessante Geschichte. Dass wir auch mal ein bisschen Schifffahrt hier. Zumindest mal erstmal ein bisschen. Aber Schiffe und Flugzeuge ist sowas, was hier in dem Spiel von mir zumindest immer sträflich vernachlässigt wird. Und zwar wirklich sträflich. Normalerweise müsste ich mir da mal eine Schelte abholen. Wirklich ganz wenig hier erst mit Flugzeugen und so gearbeitet habe. Bumm, zack, bumm. Ja, machen wir hier drüben auch nochmal. Natürlich richtig teuer, ne? Mal kurvig das Ganze. Hier so eine schöne Kurve nach oben haben. Und dann brauchen wir natürlich noch entsprechend die Stationen. Heute, 8 Stationen. Ja, schon hingezimmert bekommen. Also wir machen die auf jeden Fall mal kleiner. Also sollten sich die Fahrzeuge nicht abkreuzen. Ah, jetzt haben wir schon wieder kein Geld. Ah, gleich kommen ganz viele Züge an. Mal. Da brauchen wir nur eine einfache Anlieferung. Und hier das Ganze umgekehrt. Da brauchen wir hier eine einfache Anlieferung. Wo wir jetzt wieder kein Geld für haben. Jetzt haben wir wieder Geld. Und dann brauchen wir da unten ein Lager. Machen wir anders. Dahin. Na komm. Machen wir ein bisschen Winkel hier. So. Dann brauchen wir natürlich eine Werft. Das ist wieder mein Schönbauanspruch hier. Und dann gucken wir mal, was wir für einen Dampfer haben. Die Regi haben wir. Na, günstig sind die nicht, ne? Bötchen. Also die Regi kann alles transportieren. Gibt sich zwei Abteile. Da haben wir auch eine Kapazität von 70. Da ist die Wilhelm aber günstiger. Aber nicht so schnell wie die Regi. Dann würde ich doch tatsächlich die Regi kaufen. Wollen. Noch mal ein bisschen laufen. Regi dann auch leisten können. Na, wo bleiben meine ganzen GZs da? Was ist da oben los? Polenzüge fahren. Kein Deadlock, kein gar nichts. So, jetzt haben wir doch eine Regi. Eine Regi haben wir. So. Die bekommt eine neue Linie. Einmal von da. Da. Und wie benennen wir das Ganze? Frachtschiff. Getreide. GT. GT nach, was haben wir gesagt? Wo, nach Hamburg gehört das Ding, ne? Hamburg. Eins, so, zack, bumm. So, Regi. Die Regi fährt. So, Hamburg Alkoholdistillerie. Okay, alles klar. Gut,
Nee, warte, 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 warte. Auch nochmal zwei Depots. Straßendepots. Dann auch ins Laufen bringen hier. Ja, wir wollen möglichst versuchen, keine Felder abzureißen. Winkel. Ganz gut aus. Und hier unten. Ja, das machen wir hier oben, das Depot. So, und dann würde ich da erstmal jeweils 10 Fahrzeuge drauf schicken und dann schauen wir mal, was passiert. Ah, da die Regie. Macht erstmal richtig schön Krach da. Einmal. Dann hier drüben auch nochmal. Fahrzeuge kaufen. 10 Stück. Den Anfang. Soll reichen. Eine neue Linie. Die Linie müssen wir auch dann nachher nochmal benennen. Ich lasse sie jetzt erstmal so laufen. Erstmal gucken, ob sich das überhaupt ausgeht hier. So, und dann machen wir da mal ein schönes Bildchen von der Thumbnails. Mache ich immer 35 mm. Ich weiß gar nicht, warum ich das so mache, aber nun gut. So, unsere Regie. Erste Dämpferchen haben wir dann hier unterwegs. So, und dann versuchen wir mal hier das Ding zum Laufen zu kriegen. Dauert jetzt einen Moment, bis er begreift, dass die Linien da funktionieren. So, wir gucken mal kurz aufs Konto. Da können wir nämlich mal ganz gut sehen, ob alles funktioniert, wie es soll. Aber das sieht soweit erstmal alles ganz gut. Aber wenn der jetzt hier anfängt auszulagern. Regie, du Fahrgäste mitnehmen? Echt. Aber es stand ja Gütertyp alle da, ne? Häfen gebaut. Nein. Frachthafen bauen müssen. Nein, das gibt es gar nicht. Na, erstmal wieder Geld zusammensparen hier. Dann verkaufen wir die Regie mal kurz. Warte. Gehen wir nochmal auf die Fracht hier. Man kann auch die Fracht einstellen, ne? Übersicht. Halten. Ja, die kann tatsächlich. Fahrgäste mitnehmen. Warum? Dann doch alle Gütertypen, oder? Ja, wir bauen mal erstmal die Häfen um. Also die Regie verkaufe ich mal eben. Bin aus meinem Bock mit wieder gewachsen hier. Den da mal eben weg. Das Ding da weg. Haben wir natürlich einen Haufen Kohle für nichts und wieder nichts bezahlt hier. Weil ich, Idiot, wieder den verkehrten Hafen verbaut habe. Das passen die da 1 zu 1 dazu. Und Geld haben wir genug dafür, um das jetzt zu korrigieren. Jetzt gucken wir uns nochmal genauer die Bötchen an hier. Also wir kaufen. Also. Gütertypen alle. Ich jetzt nicht. Dann kaufen wir jetzt erstmal die Wilhelm. Die ist eh günstiger. 2 km/h machen wir uns jetzt mal. Und dann können wir nachher die Regie mal probeweise mit auf die Linie setzen. Dann sehen wir es ja. So, jetzt soll das hier aber auch anlaufen. Jawohl, geht los. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, wir werden jetzt nochmal. Da haben wir 16%, hier haben wir 40%, dann würde ich mal kurz hier oben gucken, was da ausschaut. Ah, guck mal, das ist, hält sich jetzt die Waage, ne? Das heißt, wir können jetzt theoretisch erstmal einen Eisenerzzug gleich nochmal losschicken. Wenn dann wieder Eisenerz
auf Lager kriegen. So, jetzt gucken wir uns das hier unten mal an. Jetzt 7 produziert. Hast du jetzt schon was geladen? Nee, noch nicht. Ja, jetzt sollte er gleich Getreide laden. Dann 9 oder raus. Und dann bringen wir die Linie mal ins Laufen. Mal. Jawohl, jetzt hat er Getreide geladen. Erstmal nur ein. So, dann setzen wir da nochmal ein paar Fahrzeuge ein. Dass wir das Boot voll kriegen erstmal. Wollen jetzt erstmal das Boot voll kriegen. Können wir nur durch eine höhere Frequenz erreichen. Jetzt haben wir schon 16, die rausgehen. Und hier wird alles abgeholt. 94%. Also da geht es jetzt darum, dass wir hier Material rauskriegen. Mal gucken, ob er jetzt anfängt, hier mal ein bisschen aufzustocken. Da passiert aktuell noch gar nichts. Beide da rumfliegen. Das ist jetzt noch kein lohnendes Geschäft hier aktuell. Was Schnaps haben wir hier eine Menge rum. 71. Können wir vielleicht nochmal mehr abholen. Das hier der Schnaps, oder? Jawohl. Halten wir den mal im Auge. Und hier sollte theoretisch gleich mal anfangen, hier auch mal ein bisschen rumzustehen, Freunde. Wird das nämlich nichts. 24. Haben wir hier jetzt 4. Also es wird mehr. Vielleicht ein paar zu viele Kutschen hier auf der Linie. Aber die werden wir gleich auch irgendwann brauchen. Also jetzt geht es erstmal darum, so viel zu transportieren, dass wir das Schiff voll kriegen. Erhöhen wir drüben mal die Frequenz auch nochmal um 10 Fahrzeuge, damit das dann auch passt. Wo sind meine Fahrzeuge? Ah, so. Ja, 1. Versand von 25. Wenn du mir mehr zur Verfügung stellst, kann ich dir auch mehr abnehmen, mein Freund. So, ich muss mal gerade mal ausrechnen. Wir haben dort 100. 100 und brauchen immer 2. Das heißt, wir können 150 herstellen. Wir müssen die Fabrik hier dann auf ein höheres Level nachher auch bringen. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, diese Schiffslinie hier, die müssen wir jetzt attraktiv irgendwie schaffen zu gestalten.
mal für eine Rate. Rate 342. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Linie. Eine Rate von 288. Geht dann. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir lassen es mal ein bisschen laufen und kümmern uns dann weiter um unsere Züge. Das ist jetzt erstmal ein defizitäres Geschäft, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Also, ich möchte gerne als nächstes nochmal einen Schnaps hier losschicken und werde jetzt entsprechend aber auch mal den Bahnhof hier nochmal ein bisschen umbauen. Da möchte ich, dass die Züge nehmen wir den mal. Hier. Plattformen. 1, 2, 3. Hier. Und dann bauen wir ein paar Gleise. Ah, das Signal, da muss man weg. Eben. Schön aus. Signale da setzen, die wir noch brauchen. Machen wir mal hier hin. Ufersignal. Da müssen wir hier noch eins haben. Das passt soweit. Dann haben wir hier einen Zug, den wir puffern können. Und dann kommt jetzt hier wieder das Gespiel mit den Linien. Dass wenn Gleis 1 in Unterhamburg besetzt ist, dann kannst du auch gerne Gleis 2 nutzen. Und dasselbe machen wir mit dem Weinbrand. Der Linie, ne? Hamburg runter, wenn Gleis 1 besetzt ist, darfst du auch Gleis 2 benutzen. So. Eben, ob das passt. Jawohl, das funktioniert. Wunderbar. Und jetzt wird es echt Zeit langsam für die Borsig. Versuchen wir jetzt mal den Schnaps hier loszuwerden. Wie sieht das jetzt hier drüben inzwischen aus? 35 aktuell. Da sind oh nur geladen. Ich werde jetzt mal einen kleinen Schlenker hier machen. Ja, komm, geh da ran. So, gucken wir uns die Weiche hier kurz an, ob das vernünftig ausschaut. Nein, tut es natürlich nicht. Jetzt aber. Bumm. So, wenn sich jetzt einer fragt, was das soll, das ist einfach nur, damit die Züge, die ich jetzt auf die Linien in die Richtung setze, dann direkt hier schon mal als erstes hinfahren können. Da haben wir Weinbrand verwalten. Fahrzeuge verwalten wollen wir, nicht hier. Und dann schicken wir da gleich mal den nächsten Zug los. Ah, ist das schön, wenn die Kaffeemaschine läuft. Mal der nächste Zug ankommen. Ich glaube, wir werden uns in der neuen Staffel wirklich in den nächsten Folgen
neue Staffel, Anführungsstrichen, erstmal darauf konzentrieren, wirklich die Linien auf eine Auslastung zu bringen. Weil wir haben jetzt so viel Infrastruktur schon gebaut und wir haben so viel Potenzial, was wir gar nicht ausschöpfen. Schön wird es dann ja auch, wenn die Borsig nachher dann da ist. Aber den Zug, den will ich mal kurz beobachten. Da soll der kommen. Depot. Vorspulen tut auch sein. Übrigens, wo fährst du jetzt überhaupt hin? Nach Berlin-Nord, da sollst du eigentlich gar nicht hin. Warum fahren die eigentlich mal zuerst nach... Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Um die mal erst zum Entladebahnhof fahren. Ja. Guck mal, der fährt jetzt erst nach Berlin-Nord, aber da will ich den ja gar nicht hinhaben. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Aber den drehen wir gleich um den Zug und dann passt das wieder. Das ist unser Lebensmittelzug. Der von der Beladung her aus ganz schlecht. Da oben überhaupt Lebensmittel produziert? Eigentlich sollten dort Lebensmittel produziert werden. Dann lass uns erstmal auf den Zug hier konzentrieren, dass wir den gedreht kriegen. Also, man hat eine Ölraffinerie aufgemacht. Die müssen wir uns gleich mal anschauen. Weiche drüber fahren lassen, sonst hat er keine Möglichkeit, auf das andere Gleis zu kommen, weil wir hier keine Doppelkreuzweiche haben. Dann können wir den drehen. Wollt er hier über die Weiche fahren, da rein und dann ist er weg. Und dann kannst du Schnaps abholen. Jetzt gucken wir mal kurz in die Schnapsfabrik, in die Lebensmittelfabrik, warum dort anscheinend... Na, die Produktion läuft. Wir liefern halt nur zu wenig an, wohl. Ah, okay, ich habe noch einen anderen Fehler. Mal hier. Nee, das habe ich doch schon umgebaut gehabt, oder? Nee, das sollte passen. 40? 120, nee, das passt. Habe ich ja schon umgebaut gehabt. Nächsten Zug losschicken. Treibezug. Fahrzeuge verwalten und duplizieren. So, wie sieht das jetzt bei dir aus? 52 gehen jetzt hier schon raus. Jawollo. Oh, guck mal hier. Jetzt haben wir die ersten Waren, die hier können. Eigentlich auch die Linie mal einfach auf 3 ist. Verwalten. Vollladen einer Fracht. Zack, bumm. Probieren wir mal aus. Eigentlich ist es immer schlecht, wenn man das so einstellt. Nee, ich lasse es auch. Nee, das mache ich nicht. Das ist scheiße. Machen wir wieder weg.
Weil sonst wird das Schiff unten nicht voll. Laden, wenn vorhanden. So, zack, bumm. Fahr weiter. Fahr, du Ochs. Schnapsansporter, guckt euch das mal an hier. Hier wird Schnaps produziert. Und wir sind dann auch schon auf dem Weg ins nächste Level hier. Guck mal. Sieht doch gut aus. Schnaps ist natürlich genau mein Ding. Da sind wir schon wieder weit drüber hier, ne? 31 Minuten. Freunde, das heißt, ich werde mich jetzt von euch verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Jetzt ist mein Kaffeemaschine wieder so laut und dazwischen. Ah, ich muss mir das abgewöhnen mit dem Kaffee. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ihr dürft Kommentare da lassen. Der Discord ist natürlich für euch weiterhin geöffnet. Der Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich aktiv unterstützen wollt, werdet doch Mitglied auf meinem Kanal. Ab 99 Cent im Monat könnt ihr mich dort unterstützen. Und in dem Sinne von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.